Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play FIFA Ultimate Team und zu der Entscheidungsfolge. Ein Spiel habe ich noch und ein Spiel fehlt mir noch zur Meisterschaft. Ja, und einen wunderschönen Donnerstagabend natürlich. Habe ich ganz vergessen. Noch zu der 15 Uhr Folge. Italien hat gestern sogar noch 4:3 gegen Japan gewonnen. Hätte ich gern gesehen, das Spiel. Habe ich aber leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob die das gezeigt haben, aber ich glaube, die zeigen jedes Spiel, mindestens bei Sport 1. Aber ja, 4:3 ist ein stolzes Ergebnis. Und ja, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich sehr konzentriert und wahrscheinlich nicht so viel sagen kann in der Folge, aber ich will auf jeden Fall Meister werden. Das habe ich mir, ja, was heißt verdient, aber ich sag mal, habe ich Lust drauf und will ich auf jeden Fall erreichen. Ja, suche Gegner. Boah. Also wir haben jetzt Viertel vor eins und eigentlich habe ich gedacht, ja komm, nimmst du die Folge morgen auf, so um 2 oder so. Aber nee, ich will jetzt das Spiel machen und ich hoffe, dass ich Meister werde. Boah, ich finde keinen verkackten Gegner. Ich cutte mal eben kurz. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Die hatten alle Angst. Ich schwöre euch. Ah, und dann bekomme ich so einen Typen ab. Sergio Ramos, Pepe, Jordi Alba. Yakunan, Inform, Özil, Fabregas, Modric, Reus. Den anderen habe ich nicht erkannt. Aber das ist mir egal. Nur Tove, es muss man mit einem englischen Team spielen. Oder ich muss nicht, aber es bringt mir Glück, glaubet mir. Konter, sehr defensiv. Stimmt es, ich muss gewinnen. Unentschieden wird mir nicht reichen. Das heißt, ja, David Luiz, ja, ich wollte gerade sagen, Keule. Das heißt, ich muss das Tor machen. Ich muss das Tor machen. Nervöser Anfang hier. Oh. Das war gar nicht gut. Beste wäre, ja, solche Fehler, die braucht man. Ah, da hinten steht er frei. Kommt der Pass da durch? Der kommt durch. Und der kommt auch durch. Aber das war abseits. Schade. Wer war das? Im Abseits, mein Cherito-Pass kam von Gervinho. Ja, okay, war deutlich abseits. Kann man noch wegdrücken an der Stamford Bridge hier. Ist das die Stamford Bridge? Nicht Bitch. Bridge? Ja, ich glaube schon. Müsste die eigentlich sein, ja doch. Nein. Ja, war aber... Und abziehen. Wow, immer ein Eckball. Über Ecken so, da muss es mal gehen. Hier schön reinfangen. Zack, und da ist der Hernandez. Und nochmal. Aber der holt sich den Ball wieder. Spielt ihn ab, aber... Schade. Kommt leider nicht durch. Aber. Und abziehen. Oh. Egal, ich bin schon mal besser im Spiel, sagen wir mal so. Er kommt nicht richtig zum Zuge, der Typ. Auch nicht mit so einer Mannschaft. Mannschaft ist ja auch nicht immer alles. Aber ein Spiel zu gleich von ihm. Und zack, dann steht das 1-0 und dann wird das schwer für mich. Ah, der, na, schade, dabei kam durch, aber nicht zum Mann. Das spielt aber auch nicht schlecht, muss man so mal ganz ehrlich sagen. Jawohl, der Fellaini, so möchte ich das sehen. Ich hasse da drei, ja, super, und dann so ein Pass. Das ist immer ein Problem. Ja, komm hier, mach mal. Sehr, sehr defensiv geht nicht, weil ich gewinne wirklich einen Ball und ich habe nur drei Spieler vorne. Ich brauche da mal 5 vorne. Hier so einen schönen... so ein Valencia und ein Young. Ja, guck mal, da gehen 2 vorne drauf und keiner rückt nach. Und ich meine, klar, da ich spiele 3-4-3, da kann ich nicht viel erwarten und dann nur sehr defensiv, aber... So, die Mischung zwischen offensiv und defensiv, die habe ich noch nicht gefunden. Na komm, versuchen wir mal über eine Flanke. Ja, aber nicht über so eine Scheiße.
Flanke, ey. Echt, Young, ohne Scheiß. Da hast du immer Glück gehabt, dass da vielleicht sogar noch was draus fast geworden ist. Aber über so eine Flanke da... Ne, lächerlich. Ja. So viel dazu. Young ist noch nicht im Spiel drin, ne? Boah, der spielt mit ein bisschen zu viel hinten rum. Boah, was macht der denn da? Ja, fühlt sich jetzt cool, oder was? Boah, das ist schon wieder so provokant, das Spiel von dem. Und du willst manche spielen einfach und das ist einfach nur... Das ist nicht... Das ist... Okay, das ist auch gut, aber das ist so provokant. Und dann... Musst du konzentriert bleiben, sonst hast du verkackt. Ja, super. Echt toll, Walker. Ganz stark. Ja, lauf doch weiter, du Penner, ey. Ja, super, ganz super. Wie kann der Ball eigentlich hinten ankommen? Ja, na ja, super. Ich glaube, der drückt einfach nur die ganze Zeit X. Scheißegal, einfach X, zack, X. Ja, super. Wenn ich das mache, weiße. Ey, Young, was ist mit dir los, Alter? Da kommt der... Oh. Er kann auch gelb geben. Boah, da habe ich aber... Da habe ich aber Glück gehabt. Ja, super, der Ball kommt. Er kommt sogar trotzdem an, aber trotzdem. Mein Gott, ne, was ist denn los mit euch, ey? Ne, da mach ich nicht. Kann ich direkt einpacken. Komm. Jawohl. Mein Gott, der Ball ist direkt instant weg, der Ball. Meine Fresse, was ist los mit euch? Ohne Scheiß, ey. Boah, warum spiele ich immer mein englisches Team? Das ist so grottenschlecht, ne? Meine Fresse, ne? Ja, komm, spiel hinten rum wieder zum Torwart und wieder. Und nochmal zum Tor, komm. Mein Gott, ne? Ich raste aus. Young. Ey, was machst du da, ey? Boah, ja komm, ihr macht das 1-0. Ich habe es verdient, ich bettel darum. Boah, ne, kann nicht wahr sein. Was spielt ihr eigentlich für eine behinderte Scheiße, ey? Hätte ich einfach mit meinem deutschen Team gespielt, wäre alles gut gewesen. Ey, scheißegal. Ja, Bastos, super, ich auch den Young gehabt, ganz stark, ey. Richtig guter Typ, der Typ. Richtig gut, der Young. Richtig, richtig gut. Kommt der Ball ankommen? Meine Fresse, ne, da kann sich kein Mensch angucken, das ist lächerlich. Das ist grottenschlecht, ich habe noch nie so einen schlechten Fußball gesehen. Naja, wie oft willst du eigentlich im Abseits stehen? Meine Fresse, ne. Oh, wieder Ball weg. Da ist der Maja, komm, der leckt mich mal schon mal ausgeglichen. Krieg ich eh gleich, dann 1-0, dann ist Ende. Hundertprozentig. Meine Fresse, wie kann man so schlecht verteidigen, ey. Alter, was machst du denn da? Ich werde auf jeden Fall wetten. Wenn jetzt eine Chance kommt, werde ich auch, und ich wetten kann, werde ich es auf jeden Fall nutzen. Angespannt bin ich, finde ich, sah, wenn ich, muss ich sagen. Wilki Haiduki. Alter, Junge, das hat, soll ich mich, ach, so kreativ bin ich gar, ach, was heißt so kreativ? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Wie ist die Kindergartengruppe von dem oder so? Jo, leck mal, danke, reicht schon. Der geht doch nicht rein. Ah, warum nehme ich den? Ah ja, wenn ich den angenommen hätte, wäre wieder First Touch extrem gewesen und der Ball wäre weg gewesen. Hundertprozentig. Och, was macht ihr denn da, ey? Ey, da kommt nicht ein Pass an.
Das ist der Hammer. Da kommt nicht ein Pass an. Nicht ein behinderter Pass. Boah, der drückt einfach... Ja, Junge. Und der Walcott ist schnell, Keule. Ja, super. Ja, super. Warum ich den jetzt? Und eine Flanke. Ja, wohin? Ah, wohin mit dem... Was? Boah, ich hasse das. Die Flanken immer so ultimativ weit, als wenn, ja, komm halt nicht am Ball, genau. Warum auch? Wäre auch unnötig. Ah, super. Ich dachte, du direkt spielst, du Affe. Boah, wenn ich jetzt 1-0, glaube ich, gleich das 1-0 kassieren würde, ich würde, dann würde ich... Boah, Junge, also ich muss sagen, mir geht die Pumpe. Boah, was macht ihr denn da? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, Alter? Jetzt ohne Scheiß, ey. Wie behindert seid ihr eigentlich? Boah, ey, die Pässe, wenn ich die sehe, da krieg ich Kotzen. Kann ich lieber zu, hier, Tusem essen gehen, ach, keine Ahnung, wie die heißen. Mach doch mal einen langen Ball. Ja, da war doch mal was. Das war doch mal was. Boah, Gervinho 64. Minute 1-0. Jetzt einfach nur halten. Ist mir jetzt scheißegal, sehr defensiv, ist mir scheißegal. Uiuiui. Komm, Walcott. Jawohl. Boah, sauber der Walcott. 67.2-0. Oh, das muss doch schon fast die Vorentscheidung sein. War ein schöner, war, muss man sagen, war ein schöner Rechtsschuss. Ein schöner Konter. Direkt Ball gewinnt. Zack, zack, war ich vorne. Hätte auch noch laufen können, aber unten rechts, unten links. Satter Rechtsschuss hat gereicht. Ich glaube, das ist ein Spanier. Der drückt einfach nur ganze Zeit X und hofft, dass er irgendwann mal vom Tor ist. Ja, ich wollte nach ganz unten, aber... Hat er mal wieder nicht gemacht. Oh, das ist ziemlich groß. Ja, ey, Schiedsrichter, wollte ich gerade sagen, war kein Foul. Ja, da wollte ich zu viel. Ich wollte eigentlich drauf schießen, aber ich habe gedacht, der kommt raus. Im Verteidiger. Mhm. Da wird Lewis halt immer nochmal ein paar Spiele, ne? Ja. Hätte man jetzt auch überhaupt gar nicht drankommen können. Ah, voll gut. Hm. Schade. Schade. Mhm, wieder Ball gewinnen. Ja, unten kommt keiner. Ah, komm, versuch mal. Versuch mal! Walcott, ne? Versuch doch mal einfach. Ist okay. 79.3-0, Deckel drauf. Meisterschaft, endlich, ey, boah. Na komm, der Tor. Wollt, könnte man nochmal laufen lassen, hätte können. Tun. Aber das ist mir jetzt egal. Ah, Junge, Junge, ey. Jetzt war ich, gib mir aber... ja. Komm, machst du noch? Schön. Ey, Schiedsrichter. Ach ja. Jetzt muss ich nur irgendwie die letzten 10 Minuten über
Wunden bekommen, aber 3 Tore, das macht er nicht mehr. Ist so verspielt, der Typ. Meine Chancen hat er, da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass er mein Tor gut gehalten hat. Ja, Wilshere, das immer nochmal. Obwohl Valencia nochmal schön Zeit rausholen hier. Komm. Hau doch nochmal einen raus. Ah, Eckball, jawohl, Eckball gehört auch nochmal. Ah, da ganz hinten steht er sogar. Ach du Scheiße, wo sollte die denn hin? Total verzogen. So weit hinten wollte ich die dann doch nicht haben. Ah, komm. Am liebsten soll der Schiedsrichter einfach nur abpfeifen. Wert jetzt. Der Spieler des Tages kann ich gar nicht so sagen. Also Young war auf jeden Fall gar nicht. Weil er schlecht ist auf dem Feld. Aber ist mir egal. Komm, man ist da Walcott. Ich würde so sagen Walcott. Ja, nochmal schön abgefälscht. Schöner Zwischengang. Will noch zu Null spielen. Wäre so mein Ziel. Jawohl. 3-0 gewonnen, Meisterschaft. Dante wird jetzt singen. Ja, 3-0, 64. 67. 79. Jetzt drückt er weiter. Frustriert, ne? Ja, kann ich verstehen. Ja, Walcott Mann des Tages. Will nochmal das Tor von Walcott sehen. Der zweite. Ja, kann sich sehen lassen. Schön unten links. Oh, sagen wir mal sogar oben links eingeschlagen. Ja, war oben. Ja, gut, 3-0 gewonnen. Jetzt wollen wir mal eben das Pack ziehen und mal gucken, was ich jetzt mit den Münzen mache. Wird mal eine längere Folge, ist ja mal... Kann man sich ja mal gönnen. FIFA Ultimate Team Online Season Aufstieg 300. Keine Ahnung, ist mir egal. So, was wollen wir denn? Ja, wollen wir erstmal das Pack öffnen? Na komm, öffnen wir erstmal das Pack. Premium Gold Set. Unlos. Aber warte mal. Iraola. Alles klar. Ja, stark. Genau, das habe ich mir erwartet, nicht. Aber das ist egal. Oh, die Formation ist mindestens 8.000-9.000 wert. Das bedeutet für mich genauso viel wie ein guter Spieler von mir aus. Objektlisten werden wir noch nicht tun. Wenn wir erstmal... Das werden wir erstmal im Verein tun. Rest verkaufe ich. 1.100 Münzen auf Wiedersehen. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, komm. Ich könnte... 14.000 Münzen, ne? Nee, das mache ich nicht. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Nachher ärgere ich mich wieder. Ich habe ja jetzt wieder nur Scheiße gezogen. Haben wir ja gesehen. Ja, Vertrag hier habe ich mal gesucht. Ist okay. So, wollen wir mal eben kurz Training. Ich muss ja eh Formation kaufen. Typ, Formation. Und die kostet mindestens 5.000. Also sagen wir mal sogar. Ja doch, machen wir. Ja doch, so machen wir das mal. Und machen wir mal 7.400. Gucken wir mal, ob wir 4-1-4-1 finden. 4-3-3. 4-4-1-2-1-2-1-2. Scheiße, keine Ahnung, wie das nur weitergeht. Findet man nicht. Mindestens 7.400 wert. Na, guck, da kann man nochmal... Das noch ein bisschen erhöhen hier. Oh, bin ich dumm. Nochmal alles neu machen. Aber das geht ja schnell. Na, mal so noch ein bisschen mehr. Gucken, ob sich da irgendwas findet. Ne, 4-3-3, 4-4-2... Ja, 4-1-1, 4-4-1-1, ja, 4-2-2-2, 4-2-2-2, genau. Hören wir das Ganze nochmal. Ja, jetzt sollte man das schon finden. So teuer sind sie dann auch wieder nicht. Krass, wie teuer sind die Scheißteile? Ja, ja, 4-3-3, 4-4, ich hab's immer noch nicht gesehen. Immer sie, ja, mindestens... 8.600 wert, das ist ja der Wahnsinn.
11.200. Da sind sie. Mindestens 11.000 wert. Alles klar. Wollen wir mal gucken. Brauche ich Verträge erstmal? Brauche ich nicht. Das darf ich das nicht verpeilen, ja? So, du. Die Formation. Objektlisten. So, machen wir mal 10.000 Gebot. So, was haben wir hier? 10.000. 10.000 Gebot für 12 Stunden. Weil ich gehe jetzt schlafen. So, also gleich gehe ich schlafen. So, was haben wir hier noch? Positionsgarden. Ich könnte theoretisch Mittelstürmer zu Stürmer holen und eine Formationskarte. Wollen wir mal gucken. Position, ja, ich denke mal, mit dem Geld kommst du hin. Boah, da suchst du dir tot. Ja, Mittelstürmer zu Stürmer. Geht eigentlich ein bisschen billiger. Und hier haben wir 10.000. Vielleicht kommen wir noch unter 10.000. Mittelstürmer zu ZUM, Mittelstürmer zu Stürmer, 9.600. Ja, komm, also 9.000? Ah, kann man doch mal ein bisschen runtergehen. 9.000 mindestens haben wir ja schon mal. So, Mittelstürmer. 8.500. Okay. 8.500 will ich locker bezahlen. 8.500 ist nicht so viel, wie ich erwartet habe. Hab gedacht, 10.000 musst du hinblättern. Hier haben wir 8.000. Mal, da kann man also noch ein bisschen weiter runtergehen. Scheint für euch jetzt gerade langweilig zu sein, weil ich genau natürlich der billigste suche. Mittelstürmer zu Stürmer, ich denke mal, was ist sogar 7.900. Ja, komm, werden wir jetzt mitnehmen. Was haben wir hier? Mittelstürmer zu Stürmer. 8.000 nehmen wir jetzt mal mit. Zuweisen natürlich Marco Reus, das weiß ich ja jetzt schon. Ja. Sehr schön. Und jetzt noch eine Formationskarte und dann sind wir fertig für heute. Oder kann ich lieber zurücksetzen machen? Und zwar Formationskarte, wie teuer war, sind die ungefähr? Ich glaube 2000, mehr sind die nicht wert. 4, was brauche ich denn? 442. 442 brauche ich. Ah, vielleicht doch ein bisschen mehr. Jo. Oder? Ich denke mal, 3.500 ist das höchste. Wird mal eine lange Folge, aber ist jetzt egal. So, hier 442, 3.000 direkt auf dem freien Mann einfach kaufen. Hab immer noch 3.000 Münzen, mit denen ich, weiß ich noch nicht, mache. Die kommt erstmal schön Verbrauchsobjekt. Und die wird, ja, schön hier Reus, alles grün, verfannen. Oma zuteilen, auch wunderschön. Genau so läuft das doch, und nicht anders. Jetzt tun wir mal, nehmen wir mal an, wir würden jetzt auf einmal mit Lewandowski und Santana spielen. Brauche ich noch zwei, holen wir erstmal für Lewandowski. Ist ja Lewandowski, ja, Lewandowski ist Stürmer. Das heißt, wenn wir den Lewandowski auch nochmal eine kaufen. Ja, zwei, ich habe leider nur noch 2,9. Das heißt, ja, am besten wäre so. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt eine finden wird. Ah, doch. Ne, die kostet 3.000, ich will die nicht. Ich will das so haben. Och, ey, kann mir jetzt nicht sagen, dass es da keine gibt. Ah, doch, hier. So, jetzt habe ich überhaupt gar keine Münzen mehr, aber das ist mir egal. Komm, hier, suche Fortsetzen. Die werden wir jetzt noch eben Lewandowski geben. Und dann brauche ich nur noch eine Formationskarte für Santana. Und dann bin ich mit meinem deutschen Team endlich fertig. Oh. Das wurde ja auch mal langsam Zeit. Ja, komm, hier Reus und Hummels kann wieder rein. Jetzt wollte ich nur noch für Santana. Für mich in der nächsten Folge werde ich jetzt erstmal was farmen. Ne, stimmt gar nicht. Ich werde ja meine Karte noch verkaufen, meine Formationskarte. Da bekomme ich mindestens 10.000. Dann werde ich erstmal eine Formationskarte für Santana machen. Und dann werde ich mir noch mein englisches Team, werde ich mir vielleicht zwei Spieler kaufen für, ja, 4.000, 5.000. Wenn das übrig bleibt, ich werde noch ein paar Spiele machen. Morgen geht's weiter.
15 Uhr war jetzt mal eine längere Folge, am Ende ein bisschen, ja, das heißt langweilig, aber ich sag mal, wer sich auch angucken möchte, was ich mir von dem ganzen Geld hole, war es okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß, genießt den Donnerstagabend, ab morgen ist Wochenende, Freitag, was Besseres kann es nicht geben. 15 Uhr wieder einschalten, tschüss!